sind wir jetzt da. Wir sind immer noch beide unendlich müde. Und setzen uns erstmal noch in die Sonne. Die hier will noch rauchen. Mussten eben erstmal an so zwei Hunden durch, also einem Hund vorbeilaufen, gucken, erstmal alles abriechen lassen. Auch wirklich nichts mit reinschmuggeln. An der Shisha hat er lustigerweise gerochen, auch kurz gewartet, ist dann auch weitergelaufen. Das hat wahrscheinlich noch niemand. Ach doch, ich glaube nicht, dass wir die ersten, die eine Pfeife mitbringen. Aber ja, auf jeden Fall, wie ihr sehen könnt, Wetter ist eben brutal. Wer hätte das gedacht? Also es ist auch warm. Wir haben jetzt hier 7 Uhr morgens. Ich habe unserem Typ gesagt, dass wir zwischen 8 und 9 Uhr kommen. Aber das ist ja auch relativ egal. Ich freue mich auf jeden Fall dann mal zu duschen und einfach nochmal 2-3 Stunden also zu schlafen. Und einfach mal dann gucken, was hier so passiert. Wir weilen jetzt auch wieder unter den Lebenden. Wir sind vom Flughafen in unser Zimmer gekommen. Ist ganz cool auf jeden Fall unser Zimmer und die erste lustige Sache ist auch schon passiert. Alina wollte ihre Haare föhnen und dieser Föhn, der hat eine 115 Volt Einstellung für Amerika und die 230 Volt Einstellung. Und die hat angefangen zu föhnen auf der 115 Volt Einstellung, weil ich den mit in Amerika hatte. Und naja, dann ist er halt durchgebrannt. Egal, auch egal. Mal sehen, ob wir neun kriegen, einfach so. Hier ist unser kleines Bad. Und die zeigt wohl auch gerade ein bisschen was. Hier ist es auch. Ist auf jeden Fall ganz chillig gemacht. Haben eine kleine Küche. Und so ein Wohnzimmer. Alles dabei. Und wir gehen jetzt auch erstmal gleich ein bisschen raus. Und checken erstmal, was es alles hier gibt. Wir laufen die ersten Schritte hier auf dem australischen Boden. Und ich bereue schon, dass ich keinen Tanktop angezogen habe. Aber ja, wir versuchen jetzt erstmal ein bisschen in die Stadt zu laufen. Das sind ungefähr 5 Kilometer. Also müsste schaffbar sein. Hallo, da wir ja jetzt angekommen sind, sind wir gerade mal in die Stadt gegangen. Und haben jetzt das erste Einkaufszentrum gefunden. Hier sind ungefähr 40 Grad Unterschied drin. Das ist erstmal wie eine schöne kalte Wand. Schöne kalte Wand. Das ist die Hitze. Eine schöne kalte Wand, gegen die man läuft. Und wir gucken jetzt mal, was es hier so gibt. Wir haben heute nämlich noch nichts gegessen. Mal schauen. Er frühstückt jetzt 2 Croissants, weil er der Meinung ist, er hat noch nichts gefrühstückt. Wir gucken mal auf die Uhr. Gut, dass es abends ist. So, das erste Mal eingekauft in Australien. Besser als nichts. Ja. Ach, guck mal, hier ist so ein geiles Ding. Was? Ich habe hier so 5 Piss-Cents. Oh, er ist super gütig heute. Ich habe das jetzt gespendet. Für was ist hier die Frage? Für was? Ist auch egal. Ist auch egal. So, wir gehen jetzt weiter nach Perth in die Stadt. Jetzt darfst du. Das Wasser! Ja, hier sind wir jetzt wirklich, keine Ahnung, 4 Kilometer oder so gelaufen. Nicht, dass es jetzt weit wäre oder so, aber da hinten sieht man jetzt eben, wofür wir hergelaufen sind. Warte, komm mal rüber, schnell ins Grün. Ja, die Hochhäuser und so. Fresh. Hier ist die Fotogeile. Aber auf jeden Fall ist es sauschön hier. Wir haben jetzt, keine Ahnung, schon 7 Uhr oder so. Oder? Halb 7. Und es ist echt geiles Wetter. Und sauwarm. Womit wir hier auf jeden Fall echt Probleme haben, ist es mit dem Linkslaufen und Linksfahren und so. Wenn man über die Straße läuft, man rafft immer überhaupt nicht, was man machen soll oder machen muss. Weil man einfach immer mega falsch läuft. Und es ist zwar alles nur umgedreht, aber man rafft es erstmal überhaupt nicht. Ich denke mal, das ist aber auch bald drinne. Auf jeden Fall ist ja echt mega schön gerade.
egal in welche Richtung hier, man hat immer geile Aussicht. Kaum einen Tag in Australien, da sieht man schon die ersten Quallen. Also alles, was ihr da unten so an Punkten seht, sind irgendwelche Feuerquallen. Also ich glaube, es sind Feuerquallen, weil ich kenne die auch aus Frankreich, vom Mittelmeer. Echt eklige Viecher, aber naja. Zum Glück sind wir auf der Brücke und nicht da unten im Wasser. Wir waren jetzt eben noch mal kurz da fast in Perth, also an dieser Brücke jedenfalls zu Perth. Und jetzt laufen wir wieder zurück. Gehen dann noch mal in dieses Shopping Center, wo wir vorhin waren. Das heißt Shopping Center, Woolworth oder was auch immer das war. Ja, einfach jeder in Handel richtig gucken. Ja, yeah. Also man weiß echt nicht, wo man hingucken soll wegen den ganzen Autos. Und wenn wir das dann gemacht haben, gehen wir zurück zu unserem Haus da. Kocht die Alte erstmal. Die Alte kocht dann. Und ich gucke dann mal wieder nach Autos, weil unsere Aufgabe jetzt hier für die nächsten zwei Wochen ist eben jetzt mal ein ordentliches Auto zu finden. Was ganz geil ist, dass jetzt eben schon relativ viele Autos waren, die man angucken konnte. Hier war eben so eine Straße, wo ganz, ganz viele Autohändler waren. Hat mich ein bisschen an die Frankfurter an die Hanauer in Frankfurt erinnert. Wobei da halt nur Neuwagen sind und hier halt viele Gebrauchtwagen. Aber naja, auf jeden Fall ist es ziemlich geil hier und wir haben jetzt eben schon 7:10 und es ist immer noch sauwarm. Sonne ist weg, aber ist geil. Gesund. Hungry as fuck. Ich schreie doch noch lauter as fuck. Das steht hier wieder. Yeah. Die Milch zum in Joghurt machen und zum Trinken morgen früh. Und wir haben jetzt erstmal nur für heute Abend und für morgen früh eingekauft. Oh, wir trinken morgen früh Milch von einer westaustralischen Kuh. Sehr gut. Nochmal betont hier drauf. Kann man mal nochmal sagen. Ja, also ich denke mal, das reicht. Dann haben wir noch Pfirsiche, Äpfel und Tomaten. Also wir haben alles, was wir brauchen.